Hallo Leute und willkommen zurück zu Factorio, einer Serie 2, wo wir Warptorio spielen. Und letztes Mal sind wir hier auf unseren Heimatplaneten zurückgekommen, haben unsere Harvester platziert, haben hier etwas Gleis gelegt, sodass wir Kupfer, Eisen und Kohle, da kommt der Zug, auch in unsere Base auf diese Art und Weise reinbekommen. Stein haben wir hier noch etwas auf dem Feld liegen. Und was wir heute machen wollen, ist Artillerie. Ich habe so das Gefühl, wahrscheinlich brauchen wir da mehr als eine Fabrik, welche uns Artillerie produziert. Denn hier in der Kiste, da passt nicht viel rein. Möglicherweise ist es auch sinnvoll, nicht gleich rundherum all unsere Mauern mit Artillerie zu bestücken, sondern Seite für Seite. Und ich weiß nicht, wo ich beginnen soll. Vielleicht hier unten. Ist nicht die längste Mauer, ist nicht die kürzeste Mauer. Hier fehlt es uns an Beton, aber die Artillerie-Geschosse, die haben wir auch hier unten im Keller irgendwo. Da sind sie. 20 Stück können wir mitnehmen und dann gehen wir da mal auf Reisen zur Mauer hin, wo wir dann ein paar Geschütztürme aufstellen. Nun, hier unten angekommen, können wir mal den ersten Turm platzieren. Der braucht ja nicht mal unbedingt Strom, aber wir brauchen was, wo wir dann die Artillerie reinpacken. Und das machen wir mal so. Artillerie. 5 Stück. Und dann müssen wir auch sicherstellen, dass wir da die nötige Logistik dran haben. Wenn wir jetzt hier so machen, dann sehen wir, okay, der geht bis hier nach draußen. Wir brauchen vielleicht hier den nächsten. Vielleicht sollten wir das so machen, dass wir die Stromversorgung mit berücksichtigen. Dass wir dann noch zusätzlich Strommasten platzieren müssen. Hier unten nochmal. Ja, das gibt mehr oder weniger eine schöne Linie.
Und jetzt ist die Frage, die Geschosse, die sollten eigentlich geliefert werden. Ist irgendwo. Ja, wir sehen, da sind 0. Ah, hier haben wir einen Unterbruch im Logistiknetz. Das ist natürlich nicht gut. Zwei Netze. Das eins. Da werden dann keine Geschosse geliefert. Haben wir da auch was geliefert wird. Wenn wir schauen, die fliegen hier so ein bisschen querfeldein, da haben wir auch wieder eine Lücke. Ich denke, das schaffen sie, ohne dass ihnen der Saft allzu sehr ausgeht. Kiste. Da oben war noch irgendwo eine Lücke. Schwarm. Vielleicht würde es Sinn machen, hier unten ein paar zu platzieren, welche dann auch verbunden sind. Einfach, dass die Roboter mehr Möglichkeiten haben, eine Station zu finden, wo sie aufladen können. Aber so wie es aussieht, fliegen die alle gleich direkt. Ja, wenn denn die Roboter angekommen sind, dann werden wir wahrscheinlich auch sehen, wie die Artilleriegranaten fliegen. Und jetzt sehen wir, die einen fliegen hier nach unten, die anderen hier nach drüben. Und dann geht ihnen der Saft aus. Und dann laufen sie los. Und das war's mit dem Nest. Aber ich denke, hier dürften dann bald eine Horde an
angelaufen kommen. Und hier haben wir noch ein Nest, das, das im Bereich ist. Und dann hier unten. Und natürlich können wir dann auch weiter forschen, so dass die Distanz größer wird. Das sieht doch schon sehr gut aus. Das heißt, ich muss das im Wesentlichen nur noch mit den an all den anderen Mauern auch machen. Die Artilleriegeschosse sind nun rundherum platziert entlang allen Mauern. Und hier hatte ich sogar vergessen, zwei Mauern aufzustellen. Drum haben sich da ein paar Aliens reingeschlichen. Aber wie wir sehen, sollten wir wohl alles abgesichert haben. Ja. Aber wenn wir hier schauen, unsere Produktion, die mag da nicht mithalten. Und ich glaube, es liegt hauptsächlich daran, dass wir zu wenig von denen haben. Wir haben zu wenig von denen, weil wir zu wenig produzieren. Drum habe ich hier mal eine weitere Maschine angeschlossen, mit denen wir mehr produzieren können. Und hier auf dieser Seite haben wir schon alle Nester hier im Schussbereich weggeräumt. Hier unten ist auch aufgeräumt, da ist noch ein Nest und hier, aber da haben wir auch nur eine Kanone. Hier sieht es auch schon ziemlich aufgeräumt aus. Nicht sicher, was das ist. Dann hier haben wir auch nicht mehr viel im Schussfeld übrig. Und es sieht so aus. Ja. Hier auf dieser Seite, da sind noch ein paar Geschosse offen. Hier, da geht wieder ein Nest. Und dann sammeln sich die Bison. Und dann laufen sie wahrscheinlich auf unsere Mauer zu, wo sie von den Lasertürmen vernichtet geschlagen werden. So geht das rundherum und ich denke, wir werden alsbald hier alles ausgeräumt haben. Hier oben sind wahrscheinlich die größten Nester. Da werden wir dann auch am meisten Gegenwehr haben. Aber mit unserer Laserverteidigung sollte das überhaupt kein Problem sein. Und dann können wir uns irgendwann dann ja auch überlegen, erweitern wir die Reichweite, erweitern wir die Feuerrate. Feuerrate, glaube ich, macht nicht so viel Sinn, denn wir kommen sowieso nicht nach, die Granaten nachzuproduzieren. Aber Reichweite könnte interessant sein, so dass wir hier den Bereich, den wir absichern außerhalb unserer Mauer, ja, dass wir den vergrößern. Aber ich denke, da müssen wir erstmal ein bisschen Zeit ins Land streichen lassen.
bis hier alle Türme, alle Geschosse ausgeliefert sind und wir hier reinen Tisch gemacht haben. Und dann schauen wir weiter. Die 32.000 Flächenforschung für den verbesserten Energiewaffenschaden ist sogleich fertig geworden. Vielleicht machen wir jetzt mal was Billigeres. Denn wenn wir hier schauen, rundherum sind wir ziemlich in der Situation, wo wir alle Alien-Nester ausradiert haben. Hier unten sind noch ein paar, da drüben vielleicht noch. Aber dann geht es im Wesentlichen nur noch darum, die Kisten bei den Artilleriekanonen zu füllen. Und wie ihr seht, haben wir hier bereits einige Granaten in den Kisten liegen, die noch nicht abgeholt sind. Und ich denke, das ist ein gutes Zeichen. Vielleicht hier die Forschung auch starten. Aber bei diesem Punkt, da haben wir nur noch die unendliche Forschung übrig und das eigentliche Gameplay bietet nicht mehr allzu viel an. Drum denke ich, machen wir hier einen Schlussstrich für diese Serie. Wir haben das Ganze in 66 Folgen abgehandelt. Wir sind über 113 Planeten gesprungen. Und wenn wir speichern, dann sehen wir 120 Stunden Spielzeit in etwa. Also da ist einiges an Zeit reingegangen. Nun, es wird sicher eine weitere Serie Factorio geben, denn ich liebe dieses Spiel. Wenn ihr Vorschläge habt, was ihr sehen möchtet, hinterlasst sie unten in den Kommentaren. Und dann werden wir sehen, was wir als nächstes angehen. Ich habe da auch ein paar Ideen, aber ich bin offen für so ziemlich alles. Also bis zur Serie 3 von Factorio und tschüss.